Hallo, meine Lieben. Ja, eigentlich hatte ich ja gesagt, Halloween ist für mich abgehakt. Aber ich habe jetzt gerade angefangen oder habe heute Vormittag angefangen, meine Tauschpost endlich fertig zu machen und zu verpacken. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie verpacke ich das Ganze, dass es alles ein bisschen netter ist und. Ja, und dann habe ich mir einfach überlegt, ich mache ein kleines, wirklich kleines, es soll ja gar nicht viel rein, ein kleines Loaded Bag. Oder ja, es ist ja kein Umschlag, es ist eine Tasche. Und ja, hier vorne wollte ich dann Fächer kreieren, wo dann meine KTK-Karten reinkommen oder hinten, das muss ich mir gleich noch anschauen. Ja, und da habe ich mir halt diese Tüte zurechtgelegt. Ich habe mir Designpapier zurechtgelegt und ich habe mir diese mega süßen Sticker zurechtgelegt, die leider etwas verschwunden waren. Und ich habe gesucht wie eine Verrückte und als ich jetzt mein Zimmer aufgeräumt und ausgemistet habe, habe ich sie endlich wiedergefunden. Genau, die möchte ich gerne noch verwenden. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon einmal dabei bin, das zu basteln, dann nehme ich euch einfach mit und schmeiß mal die Kamera an. Und wir basteln ein bisschen zusammen. Ja, das ist wieder so ein Bastelvideo, wo ich einfach mal drauf losbastel ohne Plan. Das weiß ich allerdings, dass ihr das ganz gerne mögt. Und ich bin auch einfach mal so frei. Und tacke das hier ganz, das Ganze hier einmal fest. So. Oh, ist gar nicht so einfach. Da ist das nicht durchgegangen. Moment. Weil da so viele Lagen Papier sind. Genau, dann haben wir hier schon mal eine Tasche. Und jetzt werden wir das Ganze natürlich noch ein bisschen verkleiden. Und ich habe in der Tat nichts, kein Papier, keinen Stempel, außer diese Sticker, die irgendwas mit Halloween zu tun haben. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme dieses Papier. Und das, finde ich, ist irgendwie, ja, Halloween. Oder? Also ich finde schon, dass das passt. Und dann die Sticker dazu. Ja, das wird schon. Davon muss ich aber einige machen. Und ja, ich werde jetzt erstmal hiermit anfangen. Hier oben, das werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen umändern, weil mir das hier mit diesem Fransenrand nicht so ganz gefällt. Aber das machen wir gleich. Jetzt brauche ich erstmal ein Lineal, um zu schauen, was ich an Designpapier brauche. Und zwar mache ich mein Designpapier 12,5 mal 6,5. Und hier haben wir 12,5 mal. Ach ja, ich wollte das hier abschneiden. Ich schneide das jetzt doch erstmal ab. Damit ich dann auch weiß, wie lang das ist. So. Also, dann mache ich hier 12,5 mal 7. Genau, 7. Und hier 12,5 mal 14,5. Genau. Oh, ich hoffe, ich kann mir das alles merken. Also, wir schneiden erstmal 12,5. Dann schneiden wir uns. Was habe ich gesagt? Oh, seht ihr? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach, nee, nee, nee. 5,5. Ja, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Dann haben wir 7. Genau. Sieben. Und dann haben wir 13,5. 13,5.
So. Dann werden wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen verschönern. Ja, das Ganze war nicht 12,5, sondern 11,5. Ach ja. So, aber irgendwie ist auch die Länge nicht richtig. Ach nee, nee, nee. So. Hier habe ich jetzt natürlich Verschnitt, aber ich glaube, da schmeiße ich mir jetzt noch 1 Zentimeter ran. Eins mal 11,5. So. Und dann sieht man das auch nicht. Jo, das ist das. Und dann möchte ich gerne hier... Oh, die sind so, so süß. Ich liebe diese Sticker. Und ihr werdet es nicht glauben, die sind wirklich noch vom letzten Jahr. Ich habe dieses Jahr keinen einzigen Halloween-Sticker gekauft. Die sind wirklich alle noch aus dem letzten Jahr. Aber ich hatte sie, wie gesagt... Entschuldigung, ich hatte sie verlegt und habe sie jetzt erst wieder gefunden und darum musste ich einfach noch mal ein bisschen was Halloween-mäßiges basteln, damit ich diese tollen Sticker noch benutzen kann. Ich finde sie einfach so, so schön. Ich bin wirklich kein Stickerbastler. Also ich bastel nicht gerne mit Stickern und da koloriere ich lieber ein bisschen. Aber hierbei muss ich sagen, mache ich gerne die Ausnahme, weil die einfach so niedlich sind. So. Und dann habe ich mir zurechtgelegt, wo habe ich sie denn? Jetzt habe ich mir endlich mal alles hingelegt und jetzt habe ich die denn hingetan. Ja, wenn man denkt, man hat sich alles hingelegt. Ich muss mal ganz kurz den Strom anschließen.
So, und zwar habe ich mir hier diese Buchstaben rausgesucht. Da möchte ich gerne hier etwas draufschreiben. Und zwar nehme ich hier die kleinen. Also wer die noch nicht kennt, in meinem letzten Haul habe ich sie euch gezeigt. Die sind neu vom Action. Oder gibt es neu beim Action. Das sind Moosgummibuchstaben. Und ich möchte damit jetzt hier mal versuchen, also ich werde da jetzt mal das Wort schreiben. Das dauert, glaube ich, ein bisschen länger und dann bin ich wieder da. So, ihr Lieben, mein Telefon hat geklingelt, sorry. Ja, ich habe aber gar nicht mehr viel gemacht. Also in der Zwischenzeit habe ich hier drauf geschrieben und hier noch einen Geist hin. Und habe dann hier so einen Paper Pop gebastelt und diese schönen Teilchen, die habe ich vor kurzem mal gemacht. Das sind Kronkorken mit Halloween-Motiv. Jetzt habe ich mir hier schon mal Sticker zurechtgelegt. Die werde ich jetzt auch alle noch ein bisschen verpacken und dann kommen noch zwei, drei Goodies dazu. Hier habe ich schon die Karten eingesteckt, die dazugehören und ja. Ja, das ist also mein Loaded Bag. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ich konnte euch damit wieder ein bisschen inspirieren. Ja, ich werde mich jetzt noch um alle anderen kümmern, denn ich habe noch ein bisschen was zu erledigen, was Tauschpost angeht. Ja, ich habe wieder ein bisschen geschludert, gebe ich ja zu. Aber ja, so ist das halt, ne? So, aber jetzt werde ich schauen, dass alle ganz schnell ihre Post bekommen. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, dieses kleine, etwas kurz geratene Video hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es diesmal keine große Anleitung gab, vielleicht konnte ich euch ja trotzdem ein bisschen inspirieren. Was das Basteln von Halloween Bags oder aber überhaupt Goodie Bags, Loaded Bags oder wie auch immer sie heißen mögen, angeht. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!